Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1 Remastered. Ja, wir haben im letzten Part hier das Grab von Teohokan betreten und ja, sind jetzt hier auf der Suche nach Schlüsseln und so weiter und so fort, um sein Hilfe, sein Teil des Sions zu finden, des Gions, des Sions, des Science, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, das ist so unser Ziel. Hier im Medipack liegt hier der zweite Schlüssel. Nö. Hä? Bin ich dumm? Uns fehlt halt immer noch der zweite Schlüssel, das ist das Problem. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo der liegen soll. Hier drin liegt er auch nicht. Da war der erste Schlüssel drin, ne? Das ist ja. Ja, hier ist sonst nichts. Hier waren nur die Kugeln. Was den hier machen? Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr und entdecken, wow, das ist es. Nee, okay. Dahinter war, glaube ich, immer noch ein Medipack. Naja. Den Schlüssel daneben oder so. Ist der vielleicht oben? Wo ist der zweite Schlüssel? Absolut keinen Plan, wo der sein soll. Ich laufe mal hier in Originalversion rum, damit wir sehen, ob hier irgendein Schlüssel rumliegt. Aber ich glaube, tatsächlich eher weniger. Die Frage ist nur, wo ist er? Doch, da liegt er. Er liegt doch in dem Raum da. Seht ihr diesen Schlüssel? Das ist einfach nur frech. Das ist ja wirklich unfassbar. Alter, was ist denn das für ein Schlüssel? Schon wieder. Genau wie bei der Zisterne. Ich wollte gerade sagen, es kann ja nicht sein, dass wir den Schlüssel hier nicht finden. Meine Güte. So, jetzt aber. Raus hier. Mann, Mann, Teohokan, ne? Was soll das? So, wir bleiben kurz verstehen. Wir haben eine wunderschöne Musik, aber ich muss kurz einmal speichern. Nein, warte. Ich will das Secret haben. Ich hab die Musik auch gebrochen, oder? Ja. Es tut mir so leid. I'm very sorry. Aber ich will das Secret haben. Wenn ich ein Secret schon von dem Secret weiß, dann will ich auch mitnehmen. Sehr gut. Bisschen Uzi und Magnum-Munition. Also, die schwarzen sind gar nicht Uzi-Munition, ne? Das sind, glaube ich, Magnum. Ja. So, versuchen wir es nochmal. Hallo.
Sag mal, was für eine Frechheit. Fährt direkt in mein Maul, in sein Maul. Das ist ja so frech. So, okay. Nein. Gut, dass ich gespeichert habe. Vielleicht hätte ich ein bisschen später abspringen sollen. Das war ein bisschen zu spät. Geht doch. Da ist ein Durchgang, sehr gut. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Ich glaube, ich schwimme gerade wieder zurück. Kann das sein? Ja, tue ich. Aber ich will kurz den Krokus aus dem Weg räumen. So. Mein Freund, so nämlich nicht. Oder haben wir es? Das Grabmal von Teokan. Ich wollte gerade sagen, da fehlen doch irgendwie die Reiter, aber die sind aber nur sehr dunkel. Naja gut, da rein kommen wir eben noch nicht. Also schwimmen erstmal wieder ein bisschen weg. Bisschen was die Reiter, die Zentauren, so heißt das. Ich möchte allerdings ganz gerne den Weg, den ich gerade eben geöffnet habe, einmal betreten. Was haben wir hier? Sind wir wieder da, wo wir gerade eben waren, oder ist das was anderes? I am not sure. Ne, hier waren wir gerade eben. Ja, das war das, wo wir den Durchgang geöffnet haben. Wo der Unterschalter ist, aber die Frage ist, wo ist der Eingang, den wir geöffnet haben? Na, komm runter da. Geht's nur wieder rauf. Was machen wir hier? Wo sind wir? Wo ist unser Durchgang? Ich meine, ich kann ja kurz noch hochgehen, aber ich denke nicht, dass da irgendwas ist. Außer dass eventuell wir angefallen werden. Wenn überhaupt. Passiert das überhaupt schon? Ich weiß gar nicht. Nö, anscheinend nicht. Okay. Hier ist aber kein Durchgang da vorne. Glaube ich auch nicht. Nö. Wo geht's denn hier hin?
die Dunkelheit. Na gut. Ich meine, irgendwo muss er ja sein. Irgendwo muss der Durchgang ja sein. Wir werden ihn schon finden. Ich habe leider absolut keinen Plan, wo. Hier stelle ich mich auch einfach sehr dumm an. Und er ist hier super easy zu finden. Oder halt vielleicht auch nicht. So, da ging es ja nur wieder zu unserem ganz normalen Weg, in dem wir ja schon mal waren. Ist hier denn sonst noch irgendwas, wo man untertauchen kann? Das ist der Eingang. Ich geh nochmal hier rein. Vielleicht ist hier wirklich noch irgendwas. Aber eigentlich dürfte hier nicht wirklich was sein. Ne? Hier war nur dieser kleine Steinaufgang. Und ansonsten war hier, glaube ich, soweit nichts. Ich meine, das sollte ja irgendwo unter Wasser sein. So. Irgendwo wird hier irgendwas unter Wasser sein. Die Frage ist nur, wo das sein soll. Ne, hier ist auch wirklich aber gar nichts. Da ist halt nur der da, wo wir schon waren. Können wir auch da hochgehen. Aber ne, müssen wir eigentlich nicht. Das ist nur der Schalter. Ja. Sind wir hier hinten schon mal reingeschwommen? Hier gab es gar nichts. Okay, nevermind. Da kommen wir nur wieder raus. Gut, mehr ist hier nicht. Wer ist der Durchgang? So schwer zu finden sein. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz wieder einen auf den hier machen. Weil ich glaube, dann sehen wir ein bisschen mehr, weil es ein bisschen heller ist. Sehr interessant, dass sie, by the way, Tauch und Lebensanzeige die Position getauscht haben. Fällt mir gerade mal so auf. Muss ja eigentlich irgendwie hier draußen sein. Ich meine, ansonsten wäre ja nicht irgendwie dieser Durchgang, wenn es einfach wieder nach draußen fehlt. Das ist ja nur wieder, da geht es mir wieder rein. Naja, das bringt nicht viel. Da unten ist gar nichts, I guess. Nö.
Irgendwas habe ich ganz eindeutig übersehen. Aber ich weiß nicht, wo. Wir gehen nochmal ganz kurz in Richtung. Moment, wir gehen nochmal kurz Luft holen. So, hier kommen wir her, ne? Dann können wir hier so ein bisschen rumschwimmen. So, dann wird ja wahrscheinlich hier irgendwo in der Richtung oder so. Keine Ahnung. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. I found it. I found it. Hätten wir auch ein bisschen deutlich sichtbarer machen können. Das ist schon okay, kein Problem. ja, deswegen, Tiokans Grab ist jetzt nicht unbedingt the favorite. Die Zisterne, wie gesagt, fühlt sich ja sehr an wie die Zisterne, weil es ein bisschen unübersichtlicher ist, gerade weil einfach alles irgendwie gleich aussieht. Also hier hast du halt diesen Tauchgang und die Zisterne ist ja auch. Ich meine, Tiokans Grab ist sogar Teil von der Zisterne, genau. Also, wie sieht halt auch. Mit Anfang davon sieht halt aus wie das. So, ich glaube. Wir können einfach durchgehen, gar kein Problem. Tschüss. Ein bisschen spät dran für die Preisverleihung. Ach, geht schon. Ja, schon. Dabei sein ist nicht alles. Obwohl das nicht jeder so sieht. Ja, Marsch. Bitte kenne ich mir den nicht. So, mein Freund. Ja, mal schade. Danke für den Zieren. Einen Schlüssel und Munition. Ja, lass mich mal draußen in Ruhe. Gar keinen Bock mit dir, mich anzulegen, mein Freund. So. Grüner Schlüssel. Vielleicht eine Munition, Medipack rum. Das muss ich mir noch kurz holen. Oder möchte ich mir noch kurz holen. Ich wusste hier nichts. Okay, dann gehen wir nach unten. Hier ruht Tihukan, einer der zwei gerechten Herrscher von Atlantis. Die selbst nach der Heimsuchung des Erdteils trachteten, in diesem kargen fremden Land gut zu regieren. Er starb ohne Kind und sein Wissen wurde nicht weitergegeben. Sei gnädig mit uns, Tihukan. Und damit haben wir das Grab des Tihukan beendet. In 39 Minuten, 52 Sekunden, ein von zwei Geheimnisse gefunden, Fundstücke 22 von 26, Kills 15, Munition verbraucht 471, Treffer 347, Medipacks benutzt haben wir 2,0 und zurückgelegte Strecke 4,47 Kilometer.
Schicke Ladescreen. Und damit herzlich willkommen in Ägypten, in unserem nächsten Level-Abschnitt in Kamun. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tatsächlich aber erstmal für diesen Part. Wenn ich mache erstmal einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part hier in Ägypten wieder. Und bis dahin sage ich ciao.